herzlich willkommen hier auf unserem Hof in Eiserfei, eine 350-Seelen-Gemeinde in der Nordeifel. Vor 15 Jahren bin ich hier mit meiner Familie aus Frankfurt hergezogen und wir haben es bis heute nicht bereut. In dieses pittoreske, knapp 200 Jahre alte Fachwerkhaus ist er damals eingezogen. Früher drückte hier der Bürgermeister seine Stempel aufs Papier. Heute ist die alte Bürgermeisterei Lebens- und Arbeitsmittelpunkt des Künstlers Peter Ratz. Und, da ist der Künstler auch ein bisschen stolz drauf, er hat dem Örtchen Eiserfei bei Mechernich mit seiner auffälligen und außergewöhnlichen Kunst zu mehr Aufmerksamkeit verholfen. Seine Kunst mit ein paar Worten in einem kurzen Videoclip zu beschreiben, ist eigentlich unmöglich, denn der Künstler ist dermaßen vielfältig unterwegs, dass man den vielen Aspekten seines Schaffens nur mit mehreren Videoimpressionen gerecht wird. In diesem ersten Film soll es zunächst mal um einen Überblick gehen. Bevorzugtes Material sind alle Arten von Metall, aus denen er zum Beispiel die vielen Außenobjekte kreiert, die überall in den Gärten der Hofanlage verstreut sind. Mal sind es ganz brave Tierchen, die da silberglitzernd den Garten verschönern, und mal sind es merkwürdige Fabelwesen, die im naturbelassenen Urwald auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Eindruck von Urzeit vermitteln. Zu allem, was ich mache, kommt auch eine mächtige Portion Humor und eine Prise Sarkasmus hinzu, sagt er, und wenn man seinen Arsch mit Ohren direkt neben der Hofeinfahrt sieht, dann nimmt man ihm das auch gerne ab. Fast ein bisschen gruselig wird es oben in der ehemaligen Scheune. Hier hat der Künstler seinen Showroom eingerichtet und der hat es in sich. Seine Fantasie, mit der er Schrottteile, Blechdosen, Gebrauchsgegenstände und alle möglichen Metallstücke zu skurrilen Objekten in Mannsgröße zusammenfügt, scheint grenzenlos. Neben mittelalterlichen Rittergestalten mit eiserner Faust steht drohend die Hexe aus Hänsel und Gretel. Oder aber dieser stilisierte Soldat mit der eisernen Ration Nutella ist einfach nur köstlich. Übrigens, der verbissene Kämpfer dort heißt von der Leyen. Wenn man sich so umschaut, gibt es noch viel mehr zu entdecken, wie diese skurrilen kleinen Urtierchen zum Beispiel. Aber in diesem Video geht es ja erstmal um einen generellen Überblick. Und später werden dann weitere Details gezeigt. Vielen Dank und viel Spaß.